In dem Video geht es darum, dass man Plagiate findet von Aufgaben, die abgegeben worden sind. Dafür müssen wir als erstes eine Aufgabe anlegen. Das machen wir bei Aktivitäten anlegen. Dort gehen wir drauf und suchen uns eine Aufgabe heraus. Entweder online Dateien hochladen, eine Datei hochladen oder eine Text. Eingabe. Zu empfehlen ist Dateien hochladen. Das wählen wir jetzt aus. Dann müssen wir der Aufgabe einen Namen geben. Wir geben der Aufgabe mal den sinnigen Namen Test. Beschreibung eine Aufgabe. Wir wollen, dass die Aufgabe sofort verfügbar ist. Also lassen wir die Zeiten unberührt. Bewertung interessiert uns auch nicht großartig im Moment. Bei der Maximalgröße können wir einstellen, wie groß die Dateien sein dürfen. Maximal ist in der Moodle-Installation von der Fernand-Braun-Schule 50 Megabyte erlaubt. Dann können wir hier noch sagen, ob der Schüler Dateien löschen darf, wie viele Dateien er hochladen darf, ob er Anmerkungen zu den Dateien machen darf, ob es eine Beschreibung gibt, ob es eine E-Mail-Benachrichtigung geben soll an den Trainer, also an uns, und ob man den Punkt Bewertung freigeben aktivieren muss. Wir lassen alles in den Voreinstellungen. Rot. Das ist hier dieser Bereich, das ist der Plagiatsfinder. Das heißt, wir müssen den erst einmal aktivieren. Dann kommt die nächste Frage, ob die Dateien von den Schülern untereinander verglichen werden sollen. Das ist standardmäßig auf Ja. Und dann kommt die Frage, ob die Files auch mit dem Internet verglichen werden sollen. Da klicken wir auf Ja. So, die unteren Sachen, die interessieren uns jetzt nicht so stark. Das heißt, weitere Moduleinstellungen brauchen wir nicht. Und die Verfügbarkeit ist auch nicht so wichtig. Also gehen wir auf Speichern und zum Kurs. So, da haben wir jetzt hier unseren Test und das ist die Stelle, an der wir entweder die Dateien der Schüler hochladen können oder das ist die Stelle, an der die Schüler selbstständig ihre Sachen abgeben können. Weil wir gehen da jetzt drauf. Jetzt kommt, wir haben noch nichts abgegeben. Dann gehen wir auf Datei hochladen. Dann wählen wir eine Datei aus, also Datei hinzufügen. Dann gehen wir auf Datei hochladen. Durchsuchen, um die Datei auf unserem lokalen Computer zu finden. Gehen an den Ort, wo die Dateien abgelegt worden sind. Und wir laden als erstes eine Word-Datei hoch, also .doc. Datei hochladen. Und Änderungen speichern. Und zum Schluss zur Bewertung freigeben.
So, weiter. Wir möchten die Aufgabe abschließen. Hier sehen wir die Datei, die wir hochgeladen haben. Und melden uns dann erstmal von Moodle ab. Wir melden uns jetzt als anderer Schüler an und das Ganze machen wir dann noch zweimal, um dann zu schauen, wie die Plagiatsoftware arbeitet. So, wir sind jetzt der erste Schüler, Schüler 1, und laden jetzt eine Datei hoch. Also gehen wir auf die Aufgabe Test, Datei hochladen. Datei hinzufügen. Durchsuchen wieder auf der Festplatte nach unserer Datei und nehmen die Doc-Datei. Dann speichern wir die Änderung. Geben das Ganze zur Bewertung frei und klicken auf Weiter. Und das Ganze machen wir jetzt für die Dateien in verschiedenen Formaten. Einmal laden wir die Datei als RTF, also als Textfile hoch, dann als Word-Datei im Dokumentenformat Doc. DocX wird übrigens auch unterstützt und als PDF. Und schauen uns an, was der Plagiatsfinder damit macht. Jetzt haben alle Schüler ihre Dateien abgegeben. Wir schauen uns das Ganze an. Wir gehen als Lehrkraft auf die Aufgabe Test. Dann sehen wir hier oben, vier Aufgaben wurden abgegeben. Und die können wir uns hier anschauen. Und dann sehen wir jetzt hier die abgegebenen Aufgaben. Jeweils das gleiche Dokument in verschiedenen Formaten. Einmal, wie gesagt, als Word, einmal als Text, einmal als PDF. Und dann der Schüler 4, der hat alle drei Dateien abgegeben. Doc, PDF und RTF. Jetzt ist es so, dass der Server ein wenig Zeit braucht, um die ganzen Daten zu bearbeiten. Und deswegen müssen wir erstmal warten, so circa 12 Stunden, und dann wird das Ergebnis angezeigt. So, jetzt schauen wir mal, was die Ergebnisse sind. Wir gehen auf Test. Dann auf die abgegebenen Aufgaben. Und dann sehen wir jetzt hier eine Liste der Aufgaben mit jeweils 10% Angaben. Hier unten bei dem ZIP-File wurden die drei Dateien, also das Doc-Dokument, das PDF und das RTF, gezippt. Und das konnte Moodle nicht richtig bearbeiten. Wir sehen 0% Übereinstimmung. Wir klicken jetzt mal auf die Prozentzahl unter einem Dokument und sehen dann gleich eine Übersicht der Übereinstimmung. Wir sehen jetzt hier die Übereinstimmung der Dokumente beim Schüler 4. Bei Schüler 1, bei Schüler 4 gab es 91% nochmal, bei Schüler 2 mit einem Dokument 91,79% und bei Schüler 4 ebenfalls 91,79%. Mit den Webdokumenten gab es maximal 2,05% Übereinstimmung.
Wenn wir uns jetzt einen Vergleich anschauen möchten, dann gehen wir einfach auf die Prozentzahl. Nehmen wir mal hier die 2,05%. Und dann sehen wir jetzt das Originaldokument und das, in dem das Programm oder das Modul CROT meint, Übereinstimmung gefunden zu haben, nebeneinander. So. Das, was hier rot markiert ist, das hat er rechts gefunden. Und da sehen wir jetzt im Moment relativ wenig, außer den einen Buchstaben. Hier ist ein ganzer Satz. Den findet ihr schon im Originaldokument ein paar Mal. Und hier entsprechend dann auch. So. Wir sehen aber auf jeden Fall, wenn wir nochmal zurückgehen, dass die Übereinstimmung bei dem Plugin von Moodle nicht so hoch sind, also die Erkennung der Gemeinsamkeiten nicht so gut läuft wie bei der Desktop-Variante, die in einem anderen Video behandelt wird. Dafür ist dieses Modul hier kostenlos. Und man muss nichts installieren. Man legt einfach eine Aufgabe an. Und man muss keinen Rechner mehrere Stunden laufen lassen, sondern das macht dann alles der entsprechende Server. Auch über die Internetanbindung und so weiter muss man sich keine Gedanken machen. Bei Texten mit einer höheren Trefferrate sieht man sehr gut, dass natürlich auf beiden Seiten die Gemeinsamkeiten farblich markiert sind. Also hier sehen wir Nullam, Iuismod. Und hier neben auch, dass das beides rot hervorgehoben ist. Das heißt, die roten Passagen sind übereinstimmende Texte. Alternativ gibt es noch einen Online-Textvergleicher, diffchecker.com, in dem man einen Text hineinkopieren kann und auf der anderen Seite den Text, mit dem man vergleichen möchte. Und dann mit Find the Difference werden die Unterschiede angezeigt oder die Gemeinsamkeiten. Gut, das war's. Bis dann. Tschüss.